Hallo, wie geht's? Willkommen zurück zu Returnal TV. Ja, bevor ich hier starte, wenn dir das alles so gefallen hat, wie ich das so gemacht habe oder wie ich die anderen Games so gespielt oder präsentiert habe oder was auch immer, keine Ahnung, dann lass ein Like oder ein Abo da, würde mich freuen. Könnt ihr das hier ein bisschen pushen und dann, ja. So, wie man sehen kann, Schadensmultiplikator steht bei 5,0, also das höchste. Ein bisschen Energieerweiterung habe ich auch geschafft und dazu habe ich noch ein Heilpaket, also ein Medikit. Ja, schauen wir mal. Das alles mit meiner normalen Handfeuerwaffe gemacht. Was habe ich hier? Eine Zweier. Ja. Sprengschale, Sprengschale. Das ist schon mal gut. Das vergesse ich immer einzusetzen. Ist genau gleich. Bis auf Zielsuchraketen und Abprallen. Ich finde die Zielsuchraketen finde ich schon nicht verkehrt. Aber den Bonusschaden, der reizt mich natürlich auch. Ja komm, mehr als wir verlieren können wir nicht. Bonusschaden reizt. So, rein in die Grütze. So, gucken wir mal. Vielleicht schaffe ich es ja jetzt mal. Momentan ist noch alles schick. Oh. So. Schön, das war mit dem Multiplikator. Nein. Schön. Oh, dieses alles Drecksviech, ey. Mann.
rein. Ja, na endlich! Das solche Ding ist weg und gleich erstmal eine Trophäe im Schatten. Oh! Leute, was geht denn hier ab, ey? Wahnsinn! Ne, ist er das? Ist das der Haken zum überall ranhangeln? Roter Schlüssel. Öffne das Tor. Ja. Neuen Freischaltungsmechanismus. Okay. Ich öffne das Tor. So, was kann man sich denn hier noch so wegfinden? Könnte zu einem anderen Translokationsgerät passen. Datenwürfelprozessor. Okay. Okay, was ist das? Leere Kapsel. Gewährt pro haftenden Parasiten plus 20% Taumeln. Okay. Cool. Ist ja Porno. So. Oh Mensch, das hat aber echt gedauert, ey. Oh, erstmal hier gleich den Springpunkt. Was ist das hier? Unbekanntes Gerät. Vorabanalyse. Annäherung sicher. Potenziell nützlich. Einen zufälligen Parasiten loslöst und austauscht, Ovolit generiert. Okay. Gut, da ich keinen Parasiten an mir habe, ja, dann ist das wohl hinfällig. Was kann man hier noch machen? Ich glaube, nichts. Glaube ich. So. Ja. Gut. Dann benutzen wir dieses hübsche Gehopse hier mal und suchen unseren Raum, wo ich hin muss. Wo war denn der jetzt noch? Oh, Heiliger. Da ist mein Haus. Da muss ich hin. Einfach dahin, wo die Zielmarkierung ist. Warum nicht hier? So, ja gut, dann gehen wir da mal hin. In der Hoffnung, dass keine Gegner kommen. Moment, wo muss ich jetzt hin? Ich muss nach dahin. Mensch. Ja, da muss ich hin. So. Ja, wie ihr hier sehen könnt, hier war wieder ein Bossfight. Hier ist wieder eine Waffe liegen geblieben. Ja, soll mich jetzt aber nicht stören. Was ist das hier? Transportiert dich an einen unbekannten Ort. Da ich da nichts habe, nehme ich das jetzt einfach mal so mit. So, dann gehen wir hier rein. Ach, dafür ist dieser Raum da. Oh, Keil. Die einzige Alternative. Ich muss die andere Seite erkunden. Boah. Das Teleportationsportal durchquert. Laut Koordinaten des Übertragungssignals bin ich auf der anderen Seite des Planeten. Okay, nice. Geil.
Ach, so kann ich denn hinter den Dingern hin und her schalten. Ach, ist ja cool. Nur leider habe ich kein zweites, um hin und her zu switchen. Das war dieses Online-Gedöns, ne? Ein Riss zwischen zwei Timelines. Online, ja. Gut, da ich nicht so der Online-Begabte bin, gehen wir hier mal weiter. Oh, Alter! Heftig. Jetzt stellt sich die Frage, ob ich, wenn ich tot gehe, ob ich hier denn wieder lande oder ob ich denn wieder beim Raumschiff lande. Das ist die Frage. Ich denke mal, ich lande denn wieder beim Raumschiff. Ja, cool. So, jetzt kann ich nämlich zwischen den beiden Sachen hin und her wählen. Das ist ja schon mal geil. Oh, da geht es eine Treppe nach oben. Jo, da machen wir da auch gleich erstmal. Bevor wir da überhaupt durchs Tor gehen, erstmal erkunden. Aber das ist echt schade, dass das Game nur speichert, wenn man stirbt. Das ist echt schade. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, dass wenn man diese Teleportationsdinger da findet, zum Teleportieren, dass man da auch safen kann. Finde mich in einer riesigen Wüste. Empfange mehr seltsame Energiesignale vom Berggipfel. Beginne den Aufstieg. Lassen gehen. Ah, okay. So, und erkunden wir mal weiter. Mal sehen, was mich jetzt erwartet. Also hier schon mal so ein Teleportationsgerät. Wäre cool, wenn hier so zwischengespeichert werden würde. Die Schwierigkeitsstufe kann ja so bleiben. Das wäre ja nicht das Problem. Das Problem ist einfach, dass hier zu wenig gespeichert werden kann. Oder gar nicht, dass das Spiel von alleine speichert, wenn man denn stirbt. Scout Logbuch Atra. Beginne Aufstieg. Ich weiß nicht, der wievielte Versuch das ist. Ich kenne die Gefahren, aber habe Probleme, an die Technologie zu kommen. Es gibt gewisse Hürden, die ich nicht erneut überqueren will. Aber irgendetwas da oben ruft nach mir. Und eins muss auch noch erwähnt werden. Das kann ich, glaube ich, jetzt mal ihm erzählen. Ich habe mir einfach an der einen Station, wo man Sachen bauen kann, da wo ich mir immer das Erste-Hilfe-Paket baue, da hatte ich einmal den Astronauten, den habe ich mir denn geholt. Und dann bin ich im Kampf wieder neu geboren worden, an der gleichen Stelle, dank des Astronauten, den ich mir da gekauft habe. Das scheint dann wohl irgendwie so ein Extra-Leben zu sein. Keine Ahnung. Ich weiß aber nicht, ob das immer funktioniert. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Ja. Da oben haben wir schon mal wieder einen Turm. Ja. Ja, wie das Ganze jetzt denn hier weitergeht, das erfahrt ihr erst denn leider in einem nächsten Video, weil ich muss jetzt leider um mich, ich muss mich jetzt um meine Tochter kümmern. Sie ist gerade wach geworden. Sie macht immer noch so ein kleines Mittagsschläfchen. Jo, ist auch wieder Zeit. Ja, ich werde genau an diesem Punkt hier weiterspielen, dass ihr da Bescheid wisst. Und dann schauen wir mal, was mich hier denn jetzt noch so erwartet. Ja. Dass ihr da auch schon Bescheid wisst. Sieht alles richtig nice aus und interessant aus.
Und ach, wenn es so nicht so knackig wäre und so wenig gespeichert werden würde, dann wäre das das ideale Spiel. Gut, so viel erstmal dazu. Wisst ihr da Bescheid? Und dann hören und sehen wir uns in einem neuen Video. Like und Abo nicht vergessen, wenn es dir gefallen hat. Bis dann. Ciao, ciao.